Willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Order of Ecclesia. Jetzt ist die Frage, ist nun das Finale oder kommt wieder Albus und haut wieder ab oder was auch immer. Wir finden jetzt nun heraus, es wird davon ausgegangen, dass er hier zu finden sein wird. Und das werden wir wohl jetzt sehen. Tatsächlich, er ist dort. Wenn es so sein muss. Ja, lass es uns jetzt beenden. Boah, die Themen ist mal geil. Dominus gehört mir. Ich habe lange genug gewartet. Gib sie mir, Schanauer. Hast du deswegen unseren Meister verraten? Hast du dein Zuhause, dein Leben bloß aufgegeben, um von der Dunkelheit verschlungen zu werden? Was versprichst du dir davon? Antworte mir. Schanauer, was tue ich? Ah! Nein, Schanauer, lauf weg! Du musst vor dir verschwinden, sofort! Albus? Weglaufen? Ha! Was soll das nützen? Sie entkommt mir nicht! Die Menschen sind nur Vieh, das auf mein Geheiß auf der Schlachtbank landet! Ich bin Graf Dracula! Opfere mir dein Leben, dummer Mensch! Und betrachte es als eine Ehre! Okay, er scheint die ganze Zeit kontrolliert worden zu sein, oder zumindest seitdem er die Glyphe absorbiert hat. Und ja, na gut, ein Teil von Dracula ist in ihm drin. Das wissen wir ja, aber es scheint einen Übermann zu haben. Er kämpft zwar dagegen an, als ob noch was Gutes in sich, aber es ist wohl zu spät. Ich kann mich zwar nicht an den erinnern, der du mal warst, trotzdem tust du mir leid. Ich muss dich von deiner Qual erlösen und sicher gehen, dass du kein furchtbares Ende nimmst. Ruhe in Frieden, Albus. Und los geht's. Aber die Themen ist richtig geil und er ist nicht leicht. Überhaupt nicht. Er greift mit seiner Pistole an und er hat ihn schon gleich down gekriegt. Und er hat Attacken, die er im schweren Modus nur einsetzt und im normalen gar nicht. Er kann nämlich die Elementarattacken, dieses Eisdonner und Feuergedöns. Ah, der hat echt eine geile Themen, muss ich echt sagen. Und wir bekommen eine Glyphe voll. Ja. Ach du Scheiße. Aber die Themen ist echt geil. Und der Kampf an sich ist auch ziemlich episch eigentlich. Na gut, scheint ja auch der. Aber ja, vielleicht sogar der letzte dann auch zu sein. Wer weiß. Bei so Spielen ist das ja immer so unübersichtlich. So, ob es wirklich dann der letzte Kampf ist oder am Ende kommt doch noch eine Wendung. Aber die Story-Wendung war ja schon praktisch, dass er auf einmal Dracula ist. Interessant ist, es ist der einzige, nee, es gibt nur zwei Castlevania-Charaktere, die, bei denen man nicht durch Berührung stirbt, und Albus ist einer der beiden. Boah, das ist das Schlimmste, was er machen kann, diese Feuerattacke. Und das ist auch ziemlich gefährlich, dass man am besten dann schnell reagiert und hinter dem ist. Ich glaube, Neuma ist auch nicht die richtige Waffe gegen den. Ich glaube, wir können eigentlich mal die Attacke aus dem letzten Part ausprobieren, wohl Umbra. Also wohl Mark hier werden wir hier nicht brauchen. Wohl Umbra ist, glaube ich, sehr praktisch. Nee, ist normale Umbra. Wohl Umbra. Ist sehr praktisch gegen den. Wohl Nominato, brauchen wir das. Und Neuma will ich jetzt hier nicht nehmen, sondern, was nehme ich da? Doch, ich bleib bei Umbra. Bei wohl Umbra. Und wir brauchen hier was gegen Spezielles. So. Sehr gut. Also eine Sache noch. Die nehmen wir auch mal wohl Umbra und wohl Sekare. Das hätte ich gleich einstellen sollen, bevor ich jetzt bevor ich gespeichert hätte. Weil Umbra schafft eben diese Kugeln und er bleibt ja öfter mal stehen, und wenn er diesen Kugeln drin ist, dann haben wir gute Karten gegen. Ich glaube, so wie jetzt zum Beispiel. Ach genau, und die müssen wir ganz schnell absorbieren, das ist eine Glyphe. Die kann man sonst nicht mehr bekommen im Spiel. Da müssen wir eben ganz schnell reagieren. Oh, und die ist auch ziemlich stark. Besser sogar, wenn wir die noch gegen ihn einsetzen, wenn er die mal einsetzt. Oh. Ja, sehr gut. Akerbatos beschwört die Macht der Bosheit.
Ich meine, ich wäre sogar ziemlich stark gegen den. Müssen wir mal gucken. Der Efe schon wieder mit seiner eigenen Waffe besiegen. Ja, doch, die ist nicht schlecht. Oh, Mann! Alter! Ach, nun verfluchen kann es ja auch noch! Das habe ich natürlich nicht gewusst. Der bleibt in der Richtung stehen. Ja, sonst wäre er zufrieden mit der Einstellung der Waffen. Aber wir müssen seine Waffe möglichst schnell wegnehmen, seine Glyphe. So, so. Oh, jetzt habe ich das in den Glyphen verbunden gemacht. Der ist aber genau wie bei Luminato, nur mit Finsternis eben. Na gut, solange du jetzt nur sowas machst, geht das noch, ne? Geht's ja noch. Ja, der hat eine coole japanische Stimmung, muss ich auch noch sagen. Und, ja, scheiße. Scheiße. Oh, das war knapp. Scheiße. Ja, man darf auch nicht direkt über ihm stehen, weil sonst springt er einfach hoch und zieht mir da mal 180 ab. Ich könnte auch noch was ganz anderes versuchen. Und zwar, das mache ich jetzt auch mal. Wohl Umbra. Lass jetzt einmal so viel Schaden wie möglich bei dem machen. Obwohl, wenn er Dracula ist, der hat doch bestimmt Lichtschwäche, oder? Obwohl, dann mach ich das mal so. Ich weiß, ich kann mich nicht entscheiden, was ich einsetzen soll. Nee, da ist Umbra stärker. Also doch eine Finsternisschwäche. Da würde ich sagen, machen wir mal Folgendes. 243, aber zieht ganz schön viel ab. Ach so, ja, und Schock wird es nicht mehr einsetzen. Oder ist er doch, oh, her damit. Ja, dann nehmen wir jetzt Akerbatus. Wo ist es? Ach, genau. Und ich will nämlich eine Sache auch mal ausprobieren, das was bringt. Ein Blütentabund mit Schwärzen. Ne, das bringt gar nichts. Das, aber ganz ehrlich, das hat nur so einen Stoß gemacht, der bringt da nichts. Also Pneuma. Achso, scheiße. Boah. Ja, also das ist schon eins der besten Sachen, die man machen kann. So, aber wir haben natürlich auch noch Tränke. Ach ja, und jetzt dann auch Ignis einsetzen. Alles auch ein cooles Detail, finde ich. Also das heißt dann ja praktisch, dass er... Das zeigt dann ja auch schon mal so ein bisschen die Realität, dass er dann auf seinem Weg dann auch ein paar andere Glyphen absorbiert hat, wie jetzt von diesen Dämonen. Finde ich cool. Ach, scheiße. Nein! Aber wir haben ja noch Fleisch und Mokka-Eclair. Das Ganze fressen. Weil er schließlich noch bei dem Mac ist hier in Castlevania. Und wir haben noch etwas. Tatatin. Was bringt das? Okay, sehr gut. Auch das kann er einsetzen. Also der setzt wirklich alles ein, was er mal bei dem gesehen hat. Ziemlich geil. Na gut, das war jetzt nicht gerade das Beste. Scheiße, ey. Er ist vielleicht tatsächlich einer der schwersten Bosse. Also vor allem im Hard-Modus. Weil man einfach nicht genau weiß, was man gegen den machen soll. Aber ich lasse das doch mal auf Fortis Bio. Aber Pneuma nehme ich jetzt mal nicht, sondern eine andere Glyphe. Ich glaube, ich versuche es mal mit Volsekare. Und mit Volumbra. Sonst werden wir auch hauptsächlich mit Volumbra kämpfen.
Aber wenn er doch, wie wenn er tatsächlich so eine kleine Schwäche gegen Finsternis hat, wie es ja scheint. Als wäre der Glyphenverbund dann richtig stark gegen den. Das werden wir auch sehr oft benutzen können dann. Oh ja, das ist nice. So, weg da. Ja, das ist ganz gut eigentlich. Ja, komm. Einmal einen Trank benutzen. Ja, sehr gut. Mach die Blüte. Denn jetzt können wir nämlich dann noch mehr damit einheizen. Und das hätte ich auch mal aktivieren sollen. Alter. Alter Schiel. Und ich sehe, was du davor hast. Nichts da. Nein! Aber noch ist es nicht so schlimm. Dann Fleisch. Ja, komm, das wird's noch. Ja, das hat er ja wieder seine Glyphe. Ach, noch, die hat er ja schon mal in der Cutscene eingesetzt, fällt mir auch gerade ein. Stimmt, war ja ganz am Anfang. Ah. Na gut, da ist das sogar besser, wenn er gerade steht. Wenn er so behindert lacht vor allem. Ja, nochmal schön alles ausweiten. Kann ich das jetzt machen? Nö. Wäre lustig, wenn ich so mal mit magischen Fahrschein einfach mal abhau. Oh, er ist down! Damit ist Dominus wieder komplett. Die Macht, die Elbe zwar bedorben und am Ende verschlungen hat. Kann sie das Böse wirklich besiegen? Ich werde das letzte Teil. zu Barlow bringen. Meine Mission ist beendet. Und er ist leider tot. Naja, aber es ging eben nicht anders. Ja, irgendwie war er auch ein Arschloch. Aber man weiß man nicht, warum er das alles machen wollte. Ein Teil von Dominus hüllt dich in Draculas Magie. Alles erledigt, Herr. Ich habe die Dominus-Glyphe. Und Elbes? Hat er sich gefügt, oder? Es war zu spät. Tut mir leid. Bedauerlich, aber nicht zu ändern. Er wollte dasselbe wie wir. Vielleicht war das einfach zu viel. Dennoch können wir ihm am Ende letzte Ehre erweisen. Benutze Dominus und bring die Mission zu Ende. Der gute Elbes hätte es so gewollt. Es ist Zeit für den verbotenen Raum. Benutze alle drei Teile und nimm sie in dir auf. Wende den Glyphenverbund auf die Urne an. Damit erfüllt sich die größte Hoffnung der Welt. Die Arbeit der Ecclesia, das Streben der Menschheit. Geh jetzt, Shanoa. Du wirst die eine sein, die Erlöserin der Welt. Ja, also wir haben einen kleinen Auftrag und wir können auch nicht mehr abhauen. Wir müssen nun die Dominus-Glyphen benutzen. Dominus Hass. Dominus Zorn. Und zu guter Letzt Dominus Qual. Dominus Qual verstärkt unsere Angriffe, aber zieht Leben ab. Also ist wie ein Lebenohr praktisch. Jetzt müssen wir den Glyphenverbund machen. Und das ist die Macht. Es hat funktioniert, aber... Oh, was ist los? Was? Mir ist so... Es ist so dunkel. Hä? Was geht denn jetzt ab? Freu dich, Shanoa. Durch dein Opfer... wird der größte Wunsch der Menschheit endlich wahr! What the fuck? Und warum ist auf einmal da ein Bild gezeigt?
Okay, ich sag's offen, wir haben das schlechte Ende erreicht. Ja. Denn, um das gute Ende zu kriegen, hätte ich alle Dorfbewohner befreien müssen, aber ich habe einen ausgelassen, mit Absicht. Und ich zeige kurz, wo wir ihn finden. Denn man hat nämlich gerade schon gesehen, wo er war, und man hat den Raum zumindest gesehen. Dafür nehmen wir auch kurz den magischen Fahrschein. Vielleicht könnt ihr das euch auch denken, wo er war. Ja, doof ist, wir müssen dann gleich nochmal gegen Elvis kämpfen. Jetzt haben wir zwar gut gegen ihn geschlagen, aber müssen wir doch mal gegen den kämpfen. Und zwar auf der Gefängnisinsel. Ich habe ja dort extra was ausgelassen. Und zwar genau deswegen. Ach, und jetzt haben wir ja auch, oh, das müssen wir ja einstellen. So, wo ist Hekare? Genau, jetzt habe ich mal einen Dominus benutzt, damit das danach einfach aus irgendeinem Grund ausgeschaltet. Dann, ja, dann werden die ganzen Glyphen dann wieder zurückgeordnet. Naja, ihr seid jetzt kein Problem mehr. Auch du nicht. Auch du, der sich einst nochmal cool gefühlt hat. Auch kein Problem mehr. Ja, das ist jetzt ja echt alles kein Problem mehr. Ja, das alles ist echt. Das war bei Castlevania ist es ja eigentlich so wie immer so, dass es mehrere Enden gibt. Wir haben jetzt halt eben das entsprechend schlechtere da gesehen. Was auch gut ist, dass es jetzt nicht so extrem schwer ist, ihm das gute Ende freizuschalten. Aber das hat auch einen Grund, warum es ein bisschen leichter gemacht wird, das gute Ende zu bekommen. Das sehen wir nämlich auch noch. So, genau. Hier sind wir nämlich damals nicht hochgegangen. Da habe ich gesagt, ja, das machen wir irgendwann mal. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und da ist der letzte Dorfbewohner. Wir kriegen nochmal den Turmring. Was kann der? Ja, das ist nicht gerade so besonders. Aber hier haben wir nun den letzten. Den Koch. Gerettet! Das Paradies wird wohl noch auf mich warten müssen, hm? Ich bin Aeon, der Koch. Ich habe schon mit allen möglichen Restaurants gearbeitet. Einmal sogar für ganze 3 Wochen. Denn sonst davor wurde ich immer wieder rausgeschmissen. Besuch mich im Dorf. Da kriegst du was Leckeres zwischen den Rippen. Okay, ich nehme auch mal wieder einen magischen Fahrschein. Und hol uns dann direkt einen neuen. Jetzt hat er ja 2, 3 neue. So. Mensch, so. Ach, die Tränke wurden jetzt auch alle verbraucht. Stimmt. Das ist auch fies. Das ist gemein. Ja, na gut, schon krass, dass sich das da ereignet hat. Ja, also jetzt haben wir nämlich den letzten Dorfbewohner auch noch befreit. Der ist nämlich hier. Und auch er hat noch ein paar Quests für uns. Willkommen! Ich habe auf dich gewartet, den ganzen Tag schon. Ich würde gerne für dich kochen, aber dazu brauche ich Salz. Salz ist unheimlich wichtig. Die Leute werden echt sauer, wenn man es beim Kochen vergisst. Junge, können die brüllen. Oh, wo war ich stehen geblieben? Ah, richtig. Besorg mir Salz. Warum ich nicht gehe? Aber ich der Koch bin, so läuft das nun mal. Also, mach dich auf die Socken, sonst bleibt die Küche heute kalt. Und wir haben... Moment mal. Ich habe das Salz im Kampf verbraucht, oder? Ach, fuck, Mann. Nein. Ach, nee. Na gut, aber das können wir noch ein anderes Mal machen. Das mache ich, Ja, das mache ich ein anderes Mal. Wir können jetzt nur schon mal langsam wieder zurückgehen in das Haus der Mysterien. Und uns dort nochmal erneut Elvis stellen.
Denn jetzt haben nun alle Dorfbewohner und das sollte jetzt ein bisschen anders ablaufen. Eventuell. So. Du nervst mich jetzt bitte nicht. Danke. Naja, der Weg dahin ist ja schnell. Auch das mit Barlow, was mit Barlow auf einmal los war. Was ja auf einmal. Also mit Barlow scheint vielleicht doch was nicht zu stimmen. Wenn das. Oder das war es echt nur, weil es das schlechter ist und das ist ja alles alternativ. Vielleicht wurde der ja auch irgendwie von Dominos erfasst oder sowas. Irgendwie das, also vielleicht in dem Moment, vielleicht wie das Dominos wieder freigesetzt wird, wenn Shanoa das eingesetzt hat oder so. Oder überhaupt, warum die auf einmal gestorben ist. Ach. Naja, vielleicht, wenn wir jetzt mit den Dorfbewohnern nun das gute Ende freischalten. Vielleicht kriegen wir dann die Antworten. Aber das gucken wir uns dann im nächsten Part an. Ich kann schon mal sagen, es ist noch lange nicht vorbei. Leute, die vielleicht das gerade in der Playlist gucken, sehen, das werden jetzt wohl viele Parts noch hier nach folgen. Denn wie gesagt, wir haben es doch lange nicht geschafft. Also es bleibt spannend und ich kann euch sagen, es kommt im nächsten Part zu einer epischen Wendung. Das ist das Einzige, was ich mal spoilern kann. Und dann sehen wir uns dann entsprechend wieder, hoffe ich. Bis dann, Leute, und ciao.